Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter. Silent Hill 1, was waren? Ach ja, genau. Ich weiß jetzt ein klein wenig schon, wie es weitergeht. Davon solltet ihr euch aber nicht stören lassen. Dass ich das schon weiß. Und dann weiß ich auch, wo man das hier braucht. Das ist ein Klassenzimmerschlüssel, genau. Klassenzimmer, da ist zweiter Stock. Wie kommen die da am schnellsten jetzt hin? Ach doch, einfach zurück. Schon richtig. Mal gucken, von hier müssten wir dann nach da. Okay. Und jetzt hier den Trick verwenden, damit wir schön den Gegnern ausweichen. Schön, dass das so gut funktioniert. So. Auch nicht auf der richtigen Seite direkt. Ja. Oh, okay. Also jetzt müssen wir mal kurz gucken, welche Tür waren das hier, die? Na, okay. Dann rennen wir ganz schnell zu der anderen rüber. Und gehen einfach direkt raus und dann nach oben. So, von hier oben müssen wir jetzt wieder zur Bibliothek. Die war hier. Ganz hinten. Und von da müssten wir einfach gerade durch, ne? Ja, die Tür hatte ich ja zum Glück geöffnet. Und hier müssten wir jetzt den Klassenzimmerschlüssel verwenden können. Richtig. So, mal gucken, wo die sind. Ah, verdammt. Ah. Mich ein bisschen umgucken. Oder auch nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall was einwerfen. So, und dann halt das Licht ausmachen. Hier ist gar nichts. Doch. Nehmen das mal mit. Weil sonst ist hier nichts. Oh. Ah, I see. Und hier kommen wir in den Keller. Licht aus. Oh. So, Licht hier. Ah, ich war noch gar nicht ganz unten, verdammt. Ah. Was erwartet uns im Keller? Schon wieder ihr. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Storage Room zu betreten. Ich glaube, das machen wir mal zuerst. Schrotflinten Munition. Und erst danach gehen wir in den Boilerraum. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns da etwas erwartet, was mir nicht gefallen wird. Also schauen wir mal. Ah, das Ventilrätsel. Wie ging das nochmal? Ups.
So, das glaube ich war hier ganz kompliziert. Nochmal nach rechts? War das zweimal nach rechts und einmal nach links, ne? Dann nach links. Wie war das denn? Dreh du dich noch mal nach links. Ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Fahrstuhl. Oh. Und das kam etwas unerwartet. Aber nur etwas. Juchtentag, was bist du denn? Du wirst verbrannt, das ist nicht gut. Das Ding dahinter mit dir gefällt mir noch weniger. Das da. Mach dein Maul auf, mach dein Maul auf. Ich weiß nicht mal, wie viel Schaden du machst. Irgendwie gar keinen. Autsch. Huch. Ich sollte hier weg. Irgendwie konntest du doch deinen Mund aufmachen. Waren wir nicht so? Mal gucken. 24. Werden wir mal dich nehmen. Jetzt brauche ich erstmal wieder eine bessere Sicht. Jetzt kann ich voll auf deinem. Oh. 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 Das auf gar keinen Fall treffen. Von auf gar keinen Fall treffen lassen. Weil das ist One-Hit. Wenn das einen trifft, ist man automatisch tot. Oh, 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 oh. Spring zurück, spring zurück. Wieso springst du auf einmal nicht mehr? Das meinte ich damit. Das ist One-Hit. One-Hit, das ist doof. Gut. Ah, wir fangen direkt hier wieder an. Das ist ja praktisch. Schön. Werden erstmal ein bisschen vor dir weglaufen. Wow. Nun kommen sie eindeutig zu nah. Damit kann ich zwar auch machen, aber ich habe keine Lust, dich damit zu töten. So, wo bist du? Da. Die haben mich ständig erwischt. Ja, schön, dass du dich mal wieder nicht ordentlich drehst. Uah. Und tschüss. Schön, Harry, dass du einfach stehen bleibst, obwohl ich irgendwas gedrückt hatte. So, wo ist er? Oh, 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 oh. Wow, ist er schnell geworden. Dann ist er so schnell geworden. Hallo? Ich komme gar nicht mehr weg. Na schön, Herr Gegner, dass du halt so schnell bist. Wird es nicht irgendwie eine Schnelldrehtaste oder so?
Kann nur ganz sein, dass das viel schneller ist als ich. Nee, es gibt keine Schnelldrehtaste. Oh. Stell mich jetzt mal hier hinten in die Ecke. Mal gucken, ob er jetzt... Na, solange du nur das machst, geht's ja noch. So, in der Tür hier hinten in die Ecke stellen. Ja, schön herrissen, dass du dich nicht gedreht hast. Von mir aus kannst du auch drauf gehen wie hier. Ach ja, schön, dass es hier wenigstens Bosskämpfe gibt. So, Waffe wechseln, Waffe wechseln, Waffe wechseln und zweimal, dreimal, viermal reinschießen. Also. Weg, weg, weg! Oh, Harrison. So, wie viele haben wir da? Wow, wir haben auf jeden Fall ordentlich Munition gespart. So, und weiter rennen, weil ich gerade nicht weiß, wo der Gegner mal wieder ist. Da. Oh, Harrison. Oh, wow, das war knapp. Ein Schummi auf der Pelle. Warte, ich habe eine Idee. Puh, muss das so knapp sein? Ich habe keine Ahnung. Das könnte sich jetzt nur um Stunden handeln. Verdammt. Harrison, Harry, wieso nenne ich dich Harrison? Vielleicht muss ich auch. Ja, oder so. Wie war das mit dem Schwert? Moment, Schwert? Haben wir ein Schwert? Wir haben ein Messer. Ich glaube aber nicht, dass uns das Messer hier irgendwie weiterhilft. Da ist hier der Gegner. Und Schuss. Oh Mann. Wieso ist der so schnell auf einmal? Das ist voll unfair. Ist der überhaupt? Oh, hinter mir. Wenn Harrison wenigstens irgendwie anvisieren würde, ordentlich. Und tschüss. Das ist immer so knapp irgendwie. Genau das meinte ich. Oh, alter Schwede. Wieso bleibst du auch erstmal 5 Sekunden stehen, wenn dich so ein Gegner trifft? Vielleicht hier irgendwas machen. Wir müssen ihn wirklich irgendwie so besiegen. Tschüssi. Ich glaube, ich wechsle vielleicht noch mal auf die andere Waffe. Ein Zombie, die ins offene Maul schießen. Aber irgendwie will das nicht so recht. Oh. Und ich traue mich auch nicht nahe ran, dich zu gehen, wenn du so weit weg zu nahe an mir dran bist.
Reloaden mal. 13 Schuss, na, das kann ja was werden. Viel Hits. Aus. Fuck, war das gerade knapp. In Anbetracht, dass ich dies zwar immer irgendwas abziehe, aber... Ja, schön, dass du mal wieder rückwärts laufen musst. Oh, wie viel hält das Ding denn aus? Kannst du nicht einfach wie jeder normale Gegner einfach sterben? So, jetzt haben wir eine Ruhe. Aber ich glaube, ich nehme doch wieder die Pistole. Damit hat das irgendwie... Moment mal. Ich wollte gerade sagen, verliere ich etwa Energie, obwohl ich ihn nichts, mich gar nicht trifft. Wieso treffe ich ihn gerade nicht an Kopf? Ja, jetzt habe ich ihn zumindest ein paar Mal am Kopf getroffen. Na komm, komm. Oh, bleib nicht stehen. Oh, 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 oh. Vielleicht muss man das so machen, dass er mich hier trifft. Oh. Na? Na, no, jetzt ist er wieder. Nee, so geht das nicht. So, wenn schon. Na komm, mach auf. Danke. Musst du nicht brav sein und einfach drauf gehen? Das war gerade hier. Geh doch einfach drauf! Oh, nein, ich will nicht drauf gehen. Du sollst drauf gehen. Creepy. Und tot. Wow, das war gerade wieder ziemlich knapp. Ich verstehe diesen Bosskampf nicht. Ich verstehe diesen Bosskampf nicht. Na komm, mach München auf. Mach München auf. Wie viel haben wir denn davon noch? Noch 7. Ich probiere es noch einmal mit dir. Mach München auf. Jetzt. Und umdrehen. Kann ja nicht sein, dass an dem meine ganze Munition verschießen. Hallo? Ich weiß, du bist ein Boss, aber sowas wie sterben könntest du auch mal. So, jetzt reicht's mir. Ne, ich kann nicht reinschießen. Aus irgendwelchen Gründen. Gut, dann werde ich den Bosskampf offscreen machen und...